Moinsen, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Survival Fountain of Youth. So, wir sind jetzt auf irgendeiner Insel gelandet, weil ich unbedingt zu trinken brauchte. Hier gibt es nichts zu trinken. Wir schauen dann jetzt mal weiter, was es hier sonst noch so gibt. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Obsidianscherbe? Man hier drinnen sicher ist. Hier drinnen könnte man sich was Kleines bauen. So mit Feuerchen und so, wisst ihr? Ja. Auch unbedingt den Speer, falls nämlich dieses Vieh da oben gleich angefliegt kommt. Seht ihr den da oben nämlich? So, dann lasst uns hier mal gucken. Oh. Oh, cool. Was ist denn das hier alles? Was? Bitte aus Blättern. Ah. Teil einer Karte der Einheimischen. Sehr schön. Okay. Was ist hier? Hier war jemand aber schon ein bisschen länger, ne? Also tatsächlich, das ist so ein Teil, was sich dreht. Hä? Ab, du blödes Viech, du. Oha. Das war jetzt aber knapp. Hör auf zu heulen. Komm her. Ne, das riskiere ich nicht. Hinterher läuft er weg und dann. Uah. Komm her, du kleiner Sack. Aber bleib mal mit meinem Stöckchen hier. Brauch den. Das ist schön. So. Da könnte ich doch bestimmt irgendwas rausschnippeln aus dem Hund, oder? So, was haben wir? Tierische Sehnen. Jo, mach mal. Sehr schön. Okay, den Rest kann er behalten. Das will ich nicht. Haben wir hier Schönes? Agave. Komm einfach mit. Okay, das ist mir jetzt hier echt ein bisschen viel. Ich glaube, ich flitze erstmal zu meinem Schiff zurück, weil hier sind wir ja eh nicht richtig. Hier sind wir nicht gekillt. Okay. Hm. Okay, ich muss wieder zurück. Oh, sieht das geil aus. Hier komme ich definitiv nochmal her. Aber nicht ohne gute Vorbereitung. Was ist denn das da? Da ist ein Feuerchen an. Oh, Brennnesseln. Ah, oh. Wasser des Lebens. Oh, was hast du Böses gemacht? Dass sie dich da oben festgemacht haben. Ein Haufen Schrott. Wo ist denn das Viech? Ja, gut, von mir aus. Mach Alarm, heul rum, schrei rum. Ich habe keine Zeit für dich. Ich will zu meinem Schiff zurück. Okay, bin ich hier richtig? Ja, bin ich.
oben ist ja auch noch was. Oh, ist das aufregend. Ist das cool. Jo. Das ist ein mega Ding. Ah, Schlange. Aua. Gott, wenigstens keine Vergiftung. Wenigstens das. So. Ich hoffe, ich kriege mein Boot jetzt auch irgendwie wieder zurück ins Wasser. Klar. Ah, ohne Probleme. Ist das geil. So. Huch. Ja, da stimmt aber was nicht, oder? Das stimmt aber mächtig was nicht. Was ist das hier? Aha. Ein Steinchen. Lande auf dem Fels. Ja, auf welchem Fels denn? Ach. Die Sonne ballert ganz schön. Was? Wir gehen jetzt erstmal hier hin. Wird nämlich dunkel. Ach, Moment. Da hinten glitzert etwas. Moment. Das schauen wir uns an. Hinten glitzert was. Gucke einer, guck da. Die Fläche lang. Oh. Hier kann man lang. Perfekt. So, dann wollen wir uns hier mal ein bisschen... Warte mal. Wir haben ja hier eine Kiste drauf. Ja? Da werden wir mal so ein paar Sachen abgeben. Ja. Feuerstein zum Beispiel. Das Ding, das Ding. Medizinkippe behalten wir mal. Die Späne packen wir weg. Das packen wir erstmal weg. Die Muschel. Das Teil, das ist sowieso für den Arsch. Hm. Hier sehen wir. Die drei Dinger, das Ding. Die fünf. Ja, die Stöcke lassen wir nochmal. Wer weiß, was man das brauchen kann. Agavenblatt kann auch hier rein. Gut, dann haben wir wieder ein bisschen Platz für etwas. Okay, weiter geht's. So, da hinten hat gerade irgendetwas geblinkt. Hä? Wo war denn das? Ah, da hinten. Okay, bin ich denn hier überhaupt richtig? Oh je. Au. Alle Knochen gebrochen. Feierabend. So. Das hier? Termitenhügel? Ja, Termitenhügel. Und da kriege ich Lehm, oder? Ja. Aber ich will da oben hoch. Oh, halt bloß die Klappe, du komisches Viech. Boah! Meine Güte, was geht denn hier ab? Aua! Oh! Okay, geschafft. Das ist ein Bär? Komm hoch hier. Bring dich ein bisschen an, Freundchen. Komm schon. Noch keine Pussy.
komme ich nicht hoch. So. Doch, hier habe ich es geschafft. Da oben will ich hoch. Wie komme ich da hin? Hier nicht. Definitiv nicht. Oh Mann, da muss ich jetzt hier wieder runter. Aber dann erkunde ich mal das davor. Was ist denn das? Ist das ein kleines Haus? Weil da kommt irgendwas angelaufen. Okay, da will ich hoch. Aber wie komme ich da hoch? Wie geht's da hoch? Und vor allem, ist das richtig? Aua! Meine Fresse. Und schon wieder verletzt. Also jetzt ist ja richtig was los hier. Ach, und ich renne auch noch genau rein in das Zeug. Wie es ausschaut, bin ich zweiten Grades vergiftet. So, kommt man hier irgendwo hoch? Opa. Okay, hier hoch. Na komm schon, schaffst du. Bring dich an, Freundchen. Es ist nicht mehr so weit. Großer Ast. Lange. Recke. Mistviech. So, mit denen. Was ist mit euch? Sehr schön. So. Ist noch ein Wasser. Und irgendwo ist schon wieder eine Schlange. Boah, nicht nur eine. So. Und noch irgendwo eine? Was? Greift mich das Viech denn an? Hier ist irgendwo ein Fehler. Irgendwo ist ein Fehler. Oh, oh, fix unterwegs hier, der Kollege. Da möchte ich gerne hoch. Ha? Da möchte ich ran. Lass mich doch da hoch. Ah. Kann ich den Müll als Dings benutzen? Auch gut. Sehr gut sogar. Ach, da hinten ist das Ding. Wo laufe ich denn hier hin? So, komme ich hier irgendwie rum? Nope. Komme ich hier irgendwie rauf? Aha. Na komm schon.
Schaffst du? Halt durch! Sehr gut. Da wollen wir hin. Aber das ist nicht der Fels. Was ganz anderes. Sechs Gesang der großen Vier und der ersten Sturmbrecher. Große Vier waren junge und talentierte Söhne ihrer Stämme und jeder von ihnen war der Beste in seinem Fach. Tontek von den Jaguaren, der beste Krieger und Seemann, schuf den Wellengleiter, das Boot mit drei Rümpfen, wie es noch niemand zuvor gesehen hatte. Omovis von den Schlangen, der jede Insel und jedes Kraut kannte, fügte die Tiefenkralle hinzu. Den Anker, der das Boot in jedem Sturm halten konnte. Atawa, von den Vögeln, der die Winde und Sterne kannte, setzte den Windfänger. Das stabilste Segel am leichtesten Mast, das keinen Sturm zerreißen kann und das selbst beim geringsten Wind den geringsten Wind einfängt. Sonnenbrand ist abgeklungen, na toll. Skelam von den Büffeln, ein geschickter Handwerker mit einem scharfen Verstand, fertigte die Riffsflosse an. Das perfekte Ruder, der das Boot mit absoluter Leichtigkeit manövriert. So entstand der erste Sturmbrecher und die großen Vier wurden seine erste Besatzung. Sie setzten ihr Ziel jenseits der Nebel des Gürtels zum verbotenen und begehrten Bimini. Okay. Mehr steht nicht. Okay. Ich denn noch die Fackel? Gerade nicht. Immer die billige Fackel. Mach mal an das Ding. So, hoch. Schön nah dran. So. Ich würde halt nur gern wissen. Autsch. Oh. Der Felsen ist, wo ich hin muss. Ja, hier war es jetzt zum Beispiel nicht. Das wissen wir, definitiv. Und, ich hoffe, ich finde mein Boot wieder. Was ist das denn? Kupfererz. Schick, schick. Oh, was willst du denn? Geh einfach weg. Ach, na klar. Jetzt verletzt er sich natürlich. Kein Ausgang? Hibiskus? Raum des Kartografen. Ich habe kein Seil. Na, Suppi. Hast du ja toll gemacht. Unibaum. Ja. So eine Liane wäre jetzt nicht verkehrt. Aber, ja. Sieht nicht so aus, als dürfte ich die jetzt haben. Au. Oh, okay. Okay, hier war ich schon mal. Oh Gott, da vorne ist wieder irgendein Viech. Endlich wieder da reinrennen. Bin ich hier? Okay. Sieht relativ human aus hier. Okay. Ja. Da ist mein Boot, oder? Ist das mein Boot da drüben? Bitte lass das mein Boot sein. Wie kommt man hier rüber? Ah ja.
Gut. Was? So, ein Totenschädel nur. Okay, ja, hier sind viele Tote. Nicht gerade wenig. Gut, hier ist auf jeden Fall nicht richtig. Ach. Okay, was war das denn für ein komisches Viech? Ah, ein Loch. Da will ich jetzt nicht rein. Ande auf dem Fels. Ich möchte zurück zu meinem Schiff. Ich möchte auf kein Fels. Lass mich doch mal in Ruhe. Hier gibt's Licht. Das ist der Licht am Ende des, das Licht am Ende des Tunnels, oder was ist das? Was, diese Mus schon wieder? Noch so eine Kuh? Was ist das hier? Hier gibt's einen Knochen. Ein Seil. Yippie, okay. Okay, hier komme ich nicht hoch. Sag mal, was haben wir hier? Kaktus. Okay. Von mir aus, dann laufe ich halt außen rum. Ich will nur zu meinem Schiff zurück. Das ist so schwer zu verstehen. Ah, ich komme so langsam in die Richtung. Ja, ich höre den Geier, der war hier irgendwo. Ich weiß, mein Schiff ist nicht mehr weit. Lauf mal ein bisschen. Okay. Oh. Komm, lass ich mal hier hoch. Vielleicht sehe ich von hier oben ja mein Schiff. Ja, mein Schiff, ist das denn hier dieser Bucht hier drin? Ja, angekommen. Meine Güte, das ist ja eine richtige Horrorinsel hier. Vielleicht sollte ich hier noch nicht sein. Hm. Okay, auf jeden Fall beende ich diese Folge an der Stelle, meine Freunde. Wir haben schon wieder Überlänge. Darf mal sein. Mal. Gut. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge, meine Freunde. Ich wünsche euch was. Genießt alles, was ihr habt. Und macht's gut.